Goethe-Zertifikat A2. Lesen. Teil 1. Sie lesen in einer Zeitung diesen Text. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Essen im Job. Mittagessen von zu Hause oder mit den Kollegen ins Restaurant? Warum gutes Essen wichtig ist und was eine Firma für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tut. Viele Leute essen oft fettes und süßes Essen, weil es schnell geht, schmeckt und man es überall bekommt. Aber wenn man Probleme mit der Gesundheit bekommt, wird das auch für die Firmen schnell teuer. Die Mitarbeiter sind oft krank und fehlen. Theo kennt das. Früher war ich mit den Kollegen mittags im Restaurant, aber im Moment habe ich dafür keine Zeit. Ich kaufe mir schnell am Kiosk eine Bratwurst, auch wenn ich mich danach schlecht fühle. Aber gesunde Salate gibt es dort nicht. Die Firma Gutbrecht hat jetzt für ihre Mitarbeiter eigene Küchen gebaut. Da kann jeder in der Pause für sich kochen. Das ist gesund und außerdem kostet es nicht so viel wie im Restaurant. Jetzt koche ich nicht nur zu Hause mit frischem Gemüse und habe so schon 2 Kilo verloren, lacht Lina. Aber man muss nach dem Kochen die Küche putzen. Das machen die Kollegen und ich nicht so gern. Der Chef von Gutbrecht freut sich. Klar, die Küchen waren nicht billig, aber jetzt gibt es mehr Kontakte. Die Arbeit in den Teams ist besser. Schwierig ist, dass die Mittagspause jetzt ziemlich lange dauert. Das muss sich wieder ändern. Teil 1. Beispiel. Der Artikel informiert über gesundes Essen bei der Arbeit. 1. Ungesundes Essen A. ist besonders teuer. B. kauft man oft unterwegs. C. mögen viele nicht. 2. In der Pause A. geht Theo ins Restaurant. B. hat Theo nur wenig Zeit zum Essen. C. isst Theo einen Salat? 3. In der Firma Gutbrecht? A. Bauen die Mitarbeiter Küchen? B. Ist das Essen kostenlos? C. Kann jeder selbst sein Mittagessen machen? 4. Lena findet die Idee gut, weil A. die anderen die Küche putzen. B. sie mehr gesundes Essen isst. C. sie nicht mehr zu Hause kochen muss. 5. Der Chef der Firma ist zufrieden, weil A. die Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. B. die Mitarbeiter lange Pausen machen. C. die Küchen nicht viel gekostet haben. Essen im Job. Mittagessen von zu Hause oder mit den Kollegen ins Restaurant. Warum gutes Essen wichtig ist und was eine Firma für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tut. Viele Leute essen oft fettes und süßes Essen, weil es schnell geht, schmeckt und man es überall bekommt. Aber wenn man Probleme mit der Gesundheit bekommt, wird das auch für die Firmen schnell teuer. Die Mitarbeiter sind oft krank und fehlen. Theo kennt das. Früher war ich mit den Kollegen mittags im Restaurant, aber im Moment habe ich dafür keine Zeit. Ich kaufe mir schnell am Kiosk eine Bratwurst, auch wenn ich mich danach schlecht fühle.
Aber gesunde Salate gibt es dort nicht. Die Firma Gutbrecht hat jetzt für ihre Mitarbeiter eigene Küchen gebaut. Da kann jeder in der Pause für sich kochen. Das ist gesund und außerdem kostet es nicht so viel wie im Restaurant. Jetzt koche ich nicht nur zu Hause mit frischem Gemüse und habe so schon 2 Kilo verloren, lacht Lena. Aber man muss nach dem Kochen die Küche putzen. Das machen die Kollegen und ich nicht so gern. Der Chef von Gutbrecht freut sich. Klar, die Küchen waren nicht billig, aber jetzt gibt es mehr Kontakte. Die Arbeit in den Teams ist besser. Schwierig ist, dass die Mittagspause jetzt ziemlich lange dauert. Das muss sich wieder ändern. Lesen. Teil 2. Sie sind auf einer Reisemesse. Lesen Sie die Aufgaben 6 bis 10 und den Text. Wohin gehen Sie? Wählen Sie die richtige Lösung A, B oder C. Beispiel: Sie möchten im Urlaub Deutsch lernen. Halle D. Sechs. Sie wollen in Urlaub fahren und nicht viel Geld ausgeben. Informationen zur Messe Reisen international. Halle A. 10 bis 12 Uhr. Informationsveranstaltung Urlaub und Gesundheit mit dem Arzt in die Ferien. 13 bis 14 Uhr. Gespräch. So ist Ihr Geld im Urlaub sicher. Tipps zum Geld holen und bezahlen im Ausland. 15 bis 16 Uhr. Buchvorstellung mit Autor Klaus Hinke. Mit Großvater unterwegs. Reisen mit dem Zug wie früher. Halle D. 10 bis 12 Uhr. Informationsveranstaltung Buchen übers Internet. Online Geld sparen. 15 bis 17 Uhr. Informationsveranstaltung. Deutsche Sprachschulen stellen sich vor. Anders reisen für die Umwelt. Wir lassen das Auto zu Hause. Urlaubsangebote mit Bus, Bahn oder Fähre. 7. Sie möchten für Ihren Großvater eine Reise buchen. Halle E. 10 bis 12 Uhr. Informationsveranstaltung. Endlich alt genug? Los geht's! Ferienreisen für Schüler ganz ohne Eltern. Aktuelle Angebote von Müllerreisen. Busreisen in Europa für Menschen ab 50. Fotoausstellung Norddeutschland. Urlaub auf den Inseln. Toiletten. 8.
Sie suchen nach einem Reiseangebot für Ihr 16-jähriges Kind. Halle B. 10 bis 12 Uhr. Gespräch, das sagt der Arzt. Medikamente im Urlaub. 13 bis 15 Uhr. Informationsveranstaltung. Ferienjobs für Schüler ab 16. 15 bis 17 Uhr. Informationsveranstaltung. Urlaub mit der Großfamilie, mit den Kindern, Opa und Oma und dem Hund. Geldautomat. 9. Sie haben sich wehgetan und suchen einen Arzt. Halle A. 10 bis 12 Uhr. Informationsveranstaltung, Urlaub und Gesundheit, mit dem Arzt in die Ferien. 13 bis 14 Uhr, Gespräch. So ist Ihr Geld im Urlaub sicher. Tipps zum Geld holen und bezahlen im Ausland. 15 bis 16 Uhr, Buchvorstellung mit Autor Klaus Hinke. Mit Großvater unterwegs, Reisen mit dem Zug wie früher. 10. Sie möchten mit dem Zug reisen. Halle C. 10 bis 12 Uhr, Informationsveranstaltung Gruppenreisen, Angebote für Schulklassen, 12 bis 18 Jahre, Fotoausstellung mit der Bahn weltweit unterwegs, die schönsten Züge der letzten 100 Jahre, Restaurant Heimat, neue deutsche Küche, Apotheke und Arzt. Halle D. 10 bis 12 Uhr. Informationsveranstaltung Buchen übers Internet. Online Geld sparen. 15 bis 17 Uhr. Informationsveranstaltung Deutsche Sprachschulen stellen sich vor. Anders reisen für die Umwelt. Wir lassen das Auto zu Hause. Urlaubsangebote mit Bus, Bahn oder Fähre. Teil 3. Sie lesen eine E-Mail. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Liebe Rosa, ich habe dir ja erzählt, dass ich umziehe. Letzte Woche war der Termin. Zuerst habe ich gedacht, dass ich das falsche Auto gemietet habe und es für meine Sachen zu klein ist. Mein Tisch ist doch so groß. Aber am Umzugstag hat alles gut geklappt. Denn viele meiner Freunde haben mitgeholfen. Zum Glück. Von hier aus bin ich viel schneller bei der Arbeit. Früher musste ich ja immer mit zwei verschiedenen Straßenbahnen fahren oder den Bus nehmen, der immer so langsam war. Mein neues Büro ist viel näher und ich bin mit meinem Fahrrad in 10 Minuten dort. Wie praktisch! Vor allem das viele Umsteigen vermisse ich gar nicht. Nebenan gibt es eine Katze. Das ist toll. Ich habe ihr ein bisschen Wurst gegeben und jetzt kommt sie oft zu mir. Zum Glück sind die neuen Nachbarn nett und haben kein Problem damit. Ich wollte ja auch immer eine eigene Katze, aber in der alten Wohnung hat der Vermieter das leider nicht erlaubt. Ich mache bald ein Fest in der neuen Wohnung. Vielleicht hast du auch Zeit zu kommen. Ich habe jetzt ein Gästezimmer. Dann musst du nicht mehr wie sonst im Hotel übernachten. Auch meine Eltern und Geschwister würden dich gerne wiedersehen. Wie geht es dir denn in Paris? Mein Bruder war letztes Jahr dort zum Französisch lernen. Eine tolle Stadt, sagt er. Und ich finde auch, Französisch ist eine so schöne Sprache. Du kannst mir dann ja alles zeigen, wenn ich dich dort besuche. Ich freue mich schon so. Liebe Grüße aus München, Martha. 11. Martha hatte beim Umzug A. das falsche Auto, B. keine Probleme, C. nicht genug Leute zum Helfen.
12. Auf dem Weg zur Arbeit kann Martha jetzt a. den schnellen Bus nehmen, b. mit verschiedenen Straßenbahnen fahren, c. mehr Zeit sparen als früher. 13. Martha hat in der neuen Wohnung a. eine eigene Katze, b. freundliche Nachbarn, c. Probleme mit dem Vermieter. 14. Rosa kann während ihres Besuches a. bei Marthas Familie wohnen, b. in einem Hotel übernachten, c. in Marthas Wohnung schlafen. 15. Martha möchte bald a. ihren Bruder besuchen, b. Französisch lernen, c. Paris kennenlernen. Liebe Rosa, ich habe dir ja erzählt, dass ich umziehe. Letzte Woche war der Termin. Zuerst habe ich gedacht, dass ich das falsche Auto gemietet habe und es für meine Sachen zu klein ist. Mein Tisch ist doch so groß. Aber am Umzugstag hat alles gut geklappt, denn viele meiner Freunde haben mitgeholfen, zum Glück. Von hier aus bin ich viel schneller bei der Arbeit. Früher musste ich ja immer mit zwei verschiedenen Straßenbahnen fahren oder den Bus nehmen, der immer so langsam war. Mein neues Büro ist viel näher und ich bin mit meinem Fahrrad in 10 Minuten dort. Wie praktisch! Vor allem das viele Umsteigen vermisse ich gar nicht. Nebenan gibt es eine Katze. Das ist toll. Ich habe ihr ein bisschen Wurst gegeben und jetzt kommt sie oft zu mir. Zum Glück sind die neuen Nachbarn nett und haben kein Problem damit. Ich wollte ja auch immer eine eigene Katze, aber in der alten Wohnung hat der Vermieter das leider nicht erlaubt. Ich mache bald ein Fest in der neuen Wohnung. Vielleicht hast du auch Zeit zu kommen. Ich habe jetzt ein Gästezimmer. Dann musst du nicht mehr wie sonst im Hotel übernachten. Auch meine Eltern und Geschwister würden dich gerne wiedersehen. Wie geht es dir denn in Paris? Mein Bruder war letztes Jahr dort zum Französisch lernen. Eine tolle Stadt, sagt er. Und ich finde auch, Französisch ist eine so schöne Sprache. Du kannst mir dann ja alles zeigen, wenn ich dich dort besuche. Ich freue mich schon so. Liebe Grüße aus München, Martha. Teil 4. 6 Personen interessieren sich für Musik und suchen im Internet nach Informationen. Lesen Sie die Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen A bis F. Welche Anzeige passt zu welcher Person? Für eine Aufgabe gibt es keine Lösung. Markieren Sie so X. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr wählen. Beispiel: Julia sucht einen Gitarrenlehrer für ihren Sohn. A. Anzeige A. Gitarrenkurs. Klassik, Pop und vieles mehr. Unterricht für Kinder ab 6 Jahre mit und ohne Erfahrung. Super Preise. Nur 25 Euro für 45 Minuten. Besondere Angebote für Gruppen. Information unter 089 4567 5621. Anzeige B. Programm Samstag, 4. April, 19 Uhr. Peter Tschaikowskis Klavierkonzert. Großer Saal. Freuen Sie sich auf die Musik des berühmten Künstlers im neuen Konzerthaus. Weitere Informationen über unsere Preise auf unserer Internetseite. Anzeige C. Du hast ein Problem mit deiner Gitarre? Du kannst nicht mehr spielen? Ich kümmere mich um deine alte Gitarre.
dann ist sie bald wie neu. Ruffinistraße 17, 45 6 74 Halle. Öffnungszeiten: Werkstatt Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr. Anzeige D. Klaviere zu allen Preisen. Wir haben ein großes Angebot. Gute Qualität für wenig Geld. Bei uns finden Sie, was Sie suchen. Wir reparieren auch. Lieferung nach Hause, auch am Wochenende. Info unter heidmann@piano.de 040 32 67 89 3 oder 0160 973 11222. Anzeige E. Sie möchten ein Musikinstrument spielen und haben nicht viel Zeit? Ich komme zu Ihnen, abends oder am Wochenende. Fragen Sie Ihre Freunde. Für Gruppen gibt es Ermäßigung. Nur für Erwachsene. Anmeldung lana@music-macht-spaß.de. Anzeige F. Kaufe und verkaufe. CDs mit Gitarrenkonzerten, Klaviermusik, kaputte Instrumente und vieles mehr. Habe auch Bücher und Filme über bekannte Musiker und berühmte Konzerte. Alles super günstig. Ruft an und fragt nach Tom. 0156 5741 239. Ich freue mich auf euch. 16. Thomas interessiert sich für einen berühmten Klavierspieler und sucht Informationen über ihn. 17. Sarahs Gitarre ist kaputt. Jemand soll die Gitarre reparieren. 18. Andreas hat ein Klavier gekauft und möchte zu Hause Unterricht haben. 19. Christiane möchte eine neue Gitarre kaufen und wenig Geld ausgeben. 20. Susanne möchte mit ihrer Freundin am Wochenende ausgehen und Musik hören.